14 Tage neu. In Ihrer Apotheke. Oh, starker Auftritt, Helene. Ja, bei Komplimenten werde ich schon mal rot. Hey. Genau wie Meckle. Oh, bist du lecker. Ha, schon rot geworden. Neu, rot und köstlich zu hellem Fleisch. Mediterrane Tomate von Meckle. Ich bin ein Gourmeckle. Das Märchen von der Prinzessin, die unbedingt in einem Märchen vorkommen wollte. Ab 23. Mai im Kino. Kann losgehen. Ihr werdet niemals eine richtige Prinzessin sein. Einmal beliebt sein wie Rapunzel oder berühmt wie Dornröschen, das ist Prinzessin Claras größter Traum. Ich hab schon einen Plan. Ich mach einfach das, was die hier drin gemacht haben. Was ist das doch? Das klappt ganz bestimmt. Nein, Prinzessin, bitte. Heute flirte ich mich mit Haklefeucht durch die Nacht. Tada! Beim Speeddating. Und was macht die Toilettenhygiene? Die was? Hallo. Feuchtes oder nur trockenes Toilettenpapier? Ziemlich trocken, also so staubtrocken. Und du wunderst dich, dass du keine Frau im Start hast? Willst du es ausprobieren? Jetzt? Der nächste. Und wie war's? Ein weißer Kaffee. Macht einen guten hygienischen Eindruck. Sehr angenehm auf jeden Fall. Bleibt ihr dabei? Absolut. Überzeug dich selbst von Haklefeucht. Ich bin mir sicher, du wirst es lieben. Reise geschafft. Hör mal zu, mein Junge. Solange du die Füße unter meinem Tisch hast, tust du, was ich sage. Ja, der Tisch ist genau richtig. So will ich wohnen. Jetzt 19% Mehrwertsteuer auf viele Möbel geschenkt. XXXL, Ihr Einrichtungshaus. Ganz herzlich willkommen jetzt zu den ersten Gewinnzahlen. Und wie Sie es vielleicht den Medienberichten der letzten Tage entnommen haben, in Kürze werden Sie hier auf diesem Sendeplatz um 19.57 Uhr wieder alle Zahlen vom Glück erfahren, also auch die Lottozahlen. Heute läuft noch alles wie bisher. Zur Glücksspirale 100.000 Euro, die gehen an die 229142 und an die 749467. Und die Sofortrente, die geht an diese beiden Losnummern. 7951768 und 2190799. Als Fußball-Kontrastprogramm gibt es heute den melodramatischen Spielfilmabend und die Lottoziehung wird danach um 23.15 Uhr übertragen. Wenn Sie mögen, also bis später. Tschüss. Ob in der Savanne Afrikas oder an den Traumstränden Thailands. Am Ende zählt nur die Liebe. Als ich ihn gesehen habe, blieb mir fast das Herz stehen. Ein Abend der großen Gefühle. Ich bin ganz überwältigt von Gefühlen. Heute im Ersten. Er ist der Kopf einer Gruppe von insgesamt 5 Männern. Wenn ich dir helfe, ihn zu schnappen, dann bin ich 9 Monate hier raus. Hey, das ist ein Verbrecher. Du willst nicht diesen Typen trauen. Das geht doch nicht. Was ist denn da? Was ist da? Bist du lebensmüde, Mann? Nein, bestimmt nicht. Cannes 2013, nach wie vor das wichtigste Filmfestival der Welt. Verheißungsvolle Filme von François Ozon oder Sofia Coppola. Und fantastisch Michael Douglas in der Rolle des Liberace und Matt Damon als sein Lover. All das und noch viel mehr direkt von der Côte d'Azur, Sonntagabend bei DTT. Ich freue mich auf Sie. Wir spielen seit Jahren Lotto. Und jetzt bei Lotto 24. Weil das super einfach, bequem und sicher ist. Lotto 24, der Lotto-Kiosk im Internet. Wir raten Ihnen zu bleibenden Werten. Degussa, Gold und Silber seit 1843. Almased-Phänomen. Den kostenlosen Diätplan mit vielen leckeren Rezepten erhalten Sie jetzt in jeder Apotheke.
Jetzt im Bauhaus. Gasgrillküche Sydney. Nur 199 Euro. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesinnenminister Friedrich hat Medienberichte über Anschlagspläne in Deutschland zurückgewiesen. Es gebe derzeit keine konkreten Hinweise, sagte Friedrich in Berlin. Zuvor hatte es geheißen, dem Bundeskriminalamt liege eine Terrorwarnung vor. Gefährdet seien danach unter anderem öffentliche Großveranstaltungen wie Fanmeilen zum heutigen Champions League-Finale. Die Warnung des Bundeskriminalamtes sorgt für erhöhte Wachsamkeit. Polizeikontrollen beim Public Viewing des Champions League-Finales wie hier in Berlin. Denn es hat Hinweise unter anderem vom russischen Geheimdienst auf islamistische Extremisten gegeben. Allerdings haben diese Hinweise, so der Bundesinnenminister, keinen Bezug zu den heutigen Großveranstaltungen. Wir haben ja seit längerer Zeit eine angespannte Sicherheitslage in Deutschland. Wir sind sehr aufmerksam und es gibt natürlich immer wieder auch mal Hinweise, die wir sehr ernst nehmen. In diesem Fall konkrete Hinweise auf Personen, Hinweise, denen wir nachgehen. Keine